Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial zu RimWorld auf Sossis Spielwiese. Im letzten Tutorial ging es ja ein bisschen drunter und drüber. Eigentlich wollte ich hier ganz elegant die Solarzellen zeigen und dann gab es Überfälle und Überläufe und was auch immer. Und einige Verletzte, wie man hier sieht. So, sie pflegt jetzt die Harriet, sie ist auch die Ärztin hier bei uns, die Anna. Und damit ist Harriet schon fit. Aber sie selbst ist ja noch quasi in einem Zustand, wo sie Hilfe bräuchte. Aber während das hier passiert, und was ist mit ihm hier? Er ist bewusstlos. Während das hier passiert, werden wir nochmal kurz gucken, wie wir es jetzt mit den Batterien hier machen. Wir haben nämlich zwei Batterien gebaut. Da kommen noch zwei weitere dazu, aber die haben wir erstmal gebaut. Und die müssen jetzt quasi den Strom bekommen, den die Solarzellen produzieren. Wie machen wir das? Das machen wir eigentlich ganz einfach, indem wir hier haben Strom und dann Stromkabel. Und das ziehen wir hier so runter. Das müsste eigentlich reichen. Wir können auch noch ein zweites machen, aber eigentlich müsste das reichen. Oh, auch der Hund ist verletzt. Oh oh. Ja, das ist auch ganz gut. Das haben wir jetzt mal im Tutorial mit drin. Und zwar... Oh, ein Walk ist auch verstorben. Eieiei. Eieiei, das hat uns ja ganz schön... Ja, also der Hund, der ist ja verbunden mit, also Boiler ist verbunden mit unserer Harriet. Und die wird das Ganze mitnehmen. Schauen wir mal. Oh, die ist auch noch sehr hungrig, okay. Das Haustier, minus 10 gab das. Momentan ist die Stimmung auch nicht mehr so gut, ne? Also gestörter Schlaf, viermal... Outsider sterben, schrecklicher Schlafraum. Echt, so schrecklich ist der. Und die Debbie ist immer noch nackt. So, die ziehen wir nochmal aus hier. Die Leichen sind hier im Kühlraum. Debbie. Ja genau, zieh den Hut an. Einwandfrei. So, sie wird jetzt hier gerade behandelt von der Debbie, das ist gar nicht so gut. Aber gutes Ergebnis, wunderbar. Und damit sind alle wieder, wahrscheinlich auch schrecklicher Schlafraum deswegen, weil es hier Blutflecken gibt. Oh, das mit dem Hund tut mir echt leid. So, dann sagen wir mal... Anna... Bring den mal in ein Gefängnis. Und auch ihn versuchen wir anzuwerben. Mal schauen, ob das funktioniert. Auch hier können wir mal gucken, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Wo stand denn das jetzt wieder? Ach da, genau. 69% ist bei ihm schon schwieriger. Wir werden sehen. Ja. So. Jetzt schauen wir mal, was unsere Batterien machen. Ja, die laden sich langsam auf. Das funktioniert. Und ihr seht, wir hatten vorhin hier leichte Schäden bei den Solarzellen. Das hat sich auch verbessert. Auch bei dem Generator hier, das hat sich verbessert. Das ist jetzt nicht mehr so. Die wurden quasi von meinen Leuten repariert. Ja, echt unschöne Sache. Jetzt gucken wir mal. Gehorsam ist er? Ne, ist er nicht. Das wollen wir trainieren. Jetzt haben wir langsam ein Essensproblem. Da habe ich jetzt am Anfang nicht drauf geachtet.
Und das ist natürlich schon ein bisschen schwierig auch ohne Essen. Wir könnten jetzt natürlich unsere Tiere hier futtern. Das ginge tatsächlich. Die Frage ist nur, ob wir das machen wollen. Ist Totenmark, ist Mensch? Was hat denn der da an überhaupt? Eine Hose, ja, die ziehen wir doch mal gleich aus. Da kann die Hose jemand anziehen. Okay, ach so, und er ist jetzt hier, oder? Sehe ich das falsch? Oh, ich glaube, ich habe den Fehler. Ich habe den Fehler selbst verursacht. Ich habe nämlich meine Viecher zur Schlachtung freigegeben. Das war völlig falsch. Ich habe die selber geschlachtet. Okay, das ist ganz gut fürs Tutorial. Also, wenn ihr hier den Knopf drückt, das heißt nicht, dass ihr irgendeinen Kampfmodus versetzt oder so, sondern ihr sagt, markiert zahme Tiere, die geschlachtet werden sollen. Ja. Dumm gelaufen. Gut, aber wenn wir jetzt schon Tiere haben, die geschlachtet worden sind, dann sollten wir die vielleicht auch dann verwenden in der Produktion. Und zwar machen wir das mit einem Schlachttisch. Den kann man sonst wo platzieren. Ich platziere ihn jetzt mal hier so außen, weil das bestimmt auch eine blutige Sache ist. Aber dafür braucht man natürlich wieder Stahl. Das heißt, abbauen ist wieder angesagt. Das Essen wird jetzt richtig knapp. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Mal ernten. Nahrung benötigt. Lebensration mal 3. Dreimal können sie noch essen. Ein bisschen Beeren haben wir noch. Gespeichert 220. Ach so, die wollen ja auch noch mit Nahrung versorgt werden. Ich verstehe. Meine eigenen Viecher geschlachtet. Ich bin wirklich. Ja gut, das war im Eifer des Gefechts. Das muss man natürlich auch mal sehen. Schade, das Schwein hätte ich auch gern geschlachtet. So, und wer von euch kann denn jetzt überhaupt schlachten? Das ist ja die nächste Frage. Kochen, kochen. Kochen gehört auch Schlachten dazu. Oder ist es Landwirtschaft? Nö. Ja, egal, dann kann das wohl jeder. Eine Gruppe im Stich gelassen und verwirrter Tiere der Gattung Husky haben das Gebiet betreten. Ach, das ist ja witzig. Dann habe ich meine Huskies wieder. Okay, das ist ja gut. So, die letzte Ration. Aufgaben. Ach so. Ja, zum Schlachten müssen wir Aufgaben hinzufügen. Und jetzt sage ich, schlachte Kreatur, und zwar ein paar Stück. Und dann dürfte es dann hoffentlich mal losgehen mit der Schlachterei.
Was, ein neuer Rekrut? Oh! Es hat funktioniert. Eridani ist jetzt bei uns im... Ist jetzt bei uns im Dings mit dabei. Das ist ja geil. So, jetzt haben wir 41 Schweinefleisch. Damit kann man allerdings noch nichts kochen. Also brauchen wir noch eine Kochstelle. Elektrisch oder mit Feuer. Eigentlich könnten wir die elektrisch machen. Denn wir haben ja, denke ich zumindest, genügend Strom. Also, machen wir das mal. Auch hier habe ich das Gefühl, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Stahl gebrauchen könnten. Ihr merkt, unsere Klimaanlage haben wir immer noch nicht gebaut, weil es einfach andere Sachen gibt, die jetzt wichtiger sind. Aufgaben. Aufgaben hinzufügen. Einfache Mahlzeiten erstmal. Produziere für immer. Das heißt, jetzt geht einer hin und produziert die ganze Zeit. Und wir könnten mal schauen, wer von denen der beste Koch ist. Der kann es für 6, der kann es für 3, der kann es für 4. Und die kann es für 7. Na, dann könnte auch die Anna vielleicht mal kochen. Das heißt... Also, erstmal stelle ich jetzt ein, dass alle alles machen können. Da können wir später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, wie wir das genau einstellen. Das ist nochmal ein eigenes Tutorial quasi. Aber erstmal mache ich jetzt, lass ich jetzt hier alles machen, nur mit unterschiedlichen Prios. Und das Kochen soll Anna machen und jetzt weiter... Nee, nicht Tierpflege. Hier, kochen. So. Jetzt gibt es wieder Essen, das ist gut. Das ist gut. Leckeres Morgenfleisch. Ach ja. Gut, dann... Die Dinger laufen, dann machen wir doch mal noch zwei Batterien. Und dann geht's los mit unserer Klima oder gleichzeitig Temperatur. Und zwar, jetzt passt auf, Klimaanlage. Die Klimaanlage kann gedreht werden und ihr seht, die hat einen roten und einen blauen Anteil. Der blaue Anteil kühlt, der rote Anteil erhitzt. Und ihr seht auch, dass die Klima auf jeden Fall entweder eins, auf jeden Fall immer beides macht, nur jeweils unterschiedliche Seiten. Wir wollen das Gekühlte natürlich in dem Kühlraum haben, also stelle ich sie so hin. Schwere Krankheit wäre jetzt der Gibson. Da müssen wir noch einstellen wahrscheinlich, dass er mit Medizin geheilt werden darf. Okay, jetzt haben wir erstmal genug Essen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Gut und wichtig. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit mal zu gucken, ob jemand hier Fernkampf beherrscht. Er jedenfalls nicht. Auch nicht. Dann könnte man eigentlich auch der Debbie sagen, dass sie hier das Energiegewehr nehmen soll. Und die anderen, die machen nur Nahkampf. Dann hast du den Sandsteinknüppel. Okay. Das sieht ja schon alles ganz gut aus. Wir haben unsere Kurve noch gerade so bekommen. Auf jeden Fall brauchen wir noch mehr Stahl. So. Und wir werden noch die Betten und so weiter ausbauen müssen, denn das wird nicht reichen, hier zwei Leute im selben Zimmer zu deponieren. Oder drei Leute, weil Eridani hat ja überhaupt kein Bett. Das funktioniert auf Dauer nicht. Und da ist halt die Frage, wo wir das jetzt machen. Man könnte hier noch weiter anbauen.
unten. Aber wir müssen auch ein bisschen in die Breite gehen vielleicht. Machen wir das einfach mal. Vielleicht mit so einem Korridor dazwischen. Ein bisschen, das ist ein bisschen kleiner vor als die anderen. Das können wir so nicht machen. Sollen zumindest alle die gleichen Größen haben, sonst fühlen die sich tatsächlich auch ein bisschen angegriffen. Wäre neidisch. Nicht alle, aber manche. Das ist wie im echten Leben. So in der Art. So, dann Türen. Türen. Dahin. Okay. Und den Walk sollte man trainieren. Tut nur keiner. Was sind denn eigentlich meine Huskies? Die Huskies sind weg. So, ist die Klima fertig? Nee, immer noch ein Entwurf. Da passiert auch nichts. Wir beenden den Teil erst, wenn... Ach, das sind die Huskies. Wenn die Klima fertig ist, damit ihr das einfach mal seht. Gibt's einen Olaf, kann wieder laufen. Das ist doch auch was wert. Und wir müssen ein bisschen was jagen. Hier so ein Truthahn. Ja. Brauchen Fleisch. Was ist mit dem hier? Wildschwein tot. Wieso ist das verboten? Nee, der soll nicht verboten sein. Den müssen wir. Müssen wir schon uns zu Gemüte führen. Noch ein Truthahn. Noch ein Truthahn. So. Brauchen Fleisch. Und das Essen könnte dann auch schon bald wieder knapp werden. Ein Überfall. Naja, die Terror. Die werden wir schon schaffen. Okay, Debbie, greif an. Du greifst auch an. Okay. Und der ist auch bewusstlos. Schauen wir mal, was das für einer ist. Oh, der ist gut. Nervös, aggressiv. Ah, der ist wirklich gut. Der hat ja überall irgendwas. Na, den würde ich dann tatsächlich... fangen. Nahrung und alles andere nehmen wir auch gleich mit. Truthahn rächt sich. Der Truthahn rächt sich. Was soll die Scheiße hier? Das heißt, der Truthahn rächt sich. Dankeschön.
Du solltest jetzt mal vielleicht dich wieder zur Ruhe betten. Ja, ich weiß. Debbie braucht unbedingt Ruhe, ja, das stimmt. Irgendjemand bräuchte mal unbedingt hier... Liegt sie da im Stall wahrscheinlich. Ich kann die Klima nicht demonstrieren. Es ist einfach tragisch. Aber schön, dass ich ein paar Huskies habe. Das ist doch gut. So, Debbie ruht sich aus. Das ist wichtig. Was machst du? Du versuchst Gibson zu rekrutieren. Du baust Silberader ab. Wo ist denn die Silberader? Ach, das ist Silber. Ich dachte, das ist Stahl. Ah, okay. Wieder was gelernt, Leute. Silber interessiert mich ja gar nicht. Ich brauche Stahl. Und ich brauche Holz, merke ich gerade. Lange hat es gedauert, aber jetzt habe ich es gerafft. Gut, das mit der Klima werden wir diesmal nicht mehr erklären können. Schade, aber es ist so. Dann werden wir das in der nächsten Folge machen. Und ja, ich lasse das dann auch alles mal zu Ende bauen. Ich möchte ja im Tutorial was zeigen und nicht kein Let's Play draus machen. Also machen wir in der nächsten Tutorial-Folge ein paar neue Geschichten, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.